Die Geschichte, die ich euch jetzt erzähle, ist eine traurige Geschichte. Es ist nicht meine Geschichte. Es ist die Geschichte von Peter Henselder. Sie wurden geschlagen, missbraucht, vergewaltigt. Und sie haben geschwiegen. Jahrelang, jahrzehntelang. Man hat als Kind eine enorme seelische Verletzung bekommen. Katholische Priester haben ihre Körper benutzt, ihre Seelen zerstört, ihr ganzes Leben verändert. Jedes Mal, wenn ich mit meiner Frau Geschlechtsverkehr hatte, habe ich den Pfarrer gesehen. Bis heute sind die Opfer vom Missbrauch gezeichnet. Jetzt besiegen sie ihre Scham und erzählen uns ihre Geschichte. Das ist in dem Gehirn so, als ob es gestern passiert wäre. Ich sehe zwar hier alles abgebaut, aber denn man hat diese ganzen Sachen vor sich. Das heißt, die 40 Jahre, die seitdem vergangen sind, die existieren im Moment gar nicht. Nee. Auch Peter Henselder will heute sein Schweigen brechen. Wir treffen ihn im Zug. Er ist auf dem Weg nach Köln. Auf dem Weg in das katholische Kinderheim, in dem er die ersten 18 Jahre seines Lebens verbrachte. Von Ordensschwestern wurde er versorgt und von Priestern unterrichtet, erlebte er eine scheinbar glückliche Kindheit. Man hat das ziemlich weit hinten verdrängt. Während meiner Ehezeit kamen natürlich nur die sexuellen Schwierigkeiten mit meiner Frau, die ich hatte. Aber meine Frau hatte genauso wenig über Sex geredet wie ich, weil sie ist auch katholisch erzogen worden. Und da redet man halt nicht über Sexualität. Und ich habe sehr weit verdrängt. Doch heute will Peter Henselder nicht mehr verdrängen. Heute will er reden und vom Pater im Heim erzählen. Ich wurde durch die Schwester an das Haus gebracht, wo er wohnte. Der war ja gleich neben dem Heim. Dann kam er näher an mich ran und streichelte. Und ich musste mich nachher vor ihm hinknien. Und dann zog er sein Geschlechtsteil raus. Und da war ich dann ein bisschen entsetzt. Er hatte mir nur gesagt, dass das normal wäre und dass man darüber auch nicht redet. Peter Henselder berichtet uns, wie es weiterging mit dem Pater. Erzählt von brutalen Übergriffen und zahllosen Vergewaltigungen. Den Täter hat er all die Jahre aus sicherer Entfernung beobachtet. Seine Karriere in der Kirche verfolgt, seine Umzüge nie verpasst. Doch ihn aufsuchen oder anzeigen, das konnte Peter Henselder nicht. In der Zeit, wo diese Sachen passiert sind, also da hätte ihn auch am liebsten umbringen können. Heute sage ich von mir, soll er sehr alt werden. Dann soll er auch die negativen Seiten im Alter erleben, damit er dann selber Reue tut für das, was er begangen hat. Die Vergewaltigungen verfolgen ihn nicht nur, sie verändern auch sein Leben. Mit 35 wird Peter Henselder früh verrentet. Mit 37 zerbricht seine Ehe. Heute ist er sich sicher, das Schweigen war all die Jahre das Schlimmste für ihn. Peter Henselder ist an dem Ort angekommen, den er 40 Jahre lang totgeschwiegen hat. Das katholische Kinderheim in Köln. Hier hat die Kirche bis zu 600 Kinder gleichzeitig aufgenommen. Peter Henselder war eines von ihnen. Heute steht das Heim kurz vor dem Abriss. Das ist in dem Gehirn so, als ob es gestern passiert wäre. Ich sehe zwar hier alles abgebaut, aber denn man hat diese ganzen Sachen vor sich. Das heißt, die 40 Jahre, die seitdem vergangen sind, die existieren im Moment gar nicht? Nee. Das sind jetzt diese Bilder, die ich hier erlebt habe als Kind, die kommen jetzt alle so sofort wieder hervor. Die waren die ganze Zeit verschwunden. Und seitdem diese Aufarbeitung dieser Sachen ist, kommen brockenweise. Und wenn man an dem Ort ist selber, dann kommen sie richtig so nach vorne, als ob das gerade erst passiert ist. Dies ist nicht nur der Ort, an dem Peter Henselder über Jahre regelmäßig vom Pater vergewaltigt wurde. Es ist auch der Ort, an dem der kleine Peter auf Hilfe gehofft und sie nicht bekommen hat. Ich kam hier hoch und habe das in dem Esszimmer der Schwester gesagt, ich müsste ihr was sagen, ob ich hier, und dann hat sie gesagt, ja was, und dann habe ich gesagt, der Pfarrer, der hat so komische Dinge mit mir gemacht.
Und daraufhin hat sie mich dann an den Ohren genommen und ist dann in dieses Badezimmer hier reingegangen und hat mich dann da reingezogen, die Tür zugemacht und hatte dann auf einmal mir die Hose runtergezogen und mich über den Klo gelegt und dann wurde mit dem Handfeger auf meinen Hintern gehauen. Und sie hat dann immer wieder gesagt, du lügst, das kann nicht sein, er ist Pfarrer. Und ich habe dann dermaßen geschrien und als sie aufgehört hat, hat sie gesagt, und am Samstag gehst du beichten für deine Lüge. Beim Täter? Ja. Ein Leben voller Schweigen hat tiefe Spuren bei Peter Henselder hinterlassen. Das hat das Leben ziemlich beeinträchtigt. Es ist einiges an der Seele gekommen. Mein gesamtes Sexualleben ist komplett gestört. Heute arbeitet Peter Henselder daran, Kontakt zu all den anderen vergewaltigten Heimkindern aus Köln aufzunehmen. Er will, dass die Verjährungsfrist für Kindesmissbrauch aufgehoben wird. Die Tür fällt zu, sie ist gegangen. Ich fühle mich wie ein Tier, gefangen. Geh bitte nicht, bleib doch daheim. Ich bin jetzt mit ihm ganz allein. Ich lieg im Bett, ruhig und verschreckt. Ich hätte mich so gern versteckt. Doch nirgends werd ich sicher sein. Ich mache mich ganz klein. Ganz langsam öffnet sich die Tür. Oh Gott, zauber mich weg von hier. Ich bin noch da. Er kommt herein. Vor Angst falle ich aus meinem Bett. Er kommt zu mir und tut ganz nett. Tut nicht mehr weh, oh wie ich diese Worte hasse. Mein kleiner Schatz, ich hab dich lieb. Nein, ich will schreien, du bist ein Dieb. Du stiehlst mir grad mein Kinderlachen. Ich will nicht diese Dinge machen. Ich muss mit raus, hab keine Wahl. Jede Minute wird zur Qual. Ich zähl sie mit 4, 5, 6, 7. Ich würde am liebsten tot hier liegen. Hab schon Angst, ihn anzugucken. Die Zeit ist um, es ist vorbei. Du weißt, das wissen nur wir zwei. Das muss unser Geheimnis bleiben, sonst kann dich keiner mehr hier leiden. Man denkt dann nämlich, dass du lügst und stiehlst und andere betrügst. Ich hab's gelernt, ich darf nichts sagen, es stellt ja niemand diese Fragen. Ich geh ins Bad, will sauber sein, der Schmutz zieht in die Seele ein. Ich werde nie sauber, nie im Leben. Kein Mensch kann mir mein Lachen nehmen. Kein Mensch kann diese Last ertragen, die wir als Kind erfahren haben. Ich bring ihn um. Ich hasse ihn. Ich hab's bis heute nicht verziehen. Noch heute liege ich oft im Bett, ganz klein. Ich suche ein Versteck. Ich bin jetzt groß, erwachsen schon, hab ein Mädel und einen Sohn. An meiner Seite ist ein Mensch, dem ich fast voll vertrauen kann. Fast voll, denn immer bleibt ein Rest, der mich nie voll vertrauen lässt. Und das hat er zu Weg gebracht. An jenem Tag, in jener Nacht, ich hab geschworen, dass nie ein Mensch das meinen Kindern antun kann. Lass nie ihr kleines Herz zerstören. Ich werde vorher stumme Schreie hören. Denn jedes Kind hier hat das Recht, dass man die Finger von ihm lässt. Und all die kleinen Kinderseelen sind da zum Leben, nicht zum Quälen. Sie können doch nur uns vertrauen. Wir sollten nicht zur Seite schauen, wenn sie uns sagen, bleib daheim. Wir sind doch sonst mit ihm allein.